Dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem interessanten Teil, nämlich was haben diese geometrischen und die arithmetischen Vektoren eigentlich miteinander zu tun? Zunächst mal der Zusammenhang zwischen den beiden. Wir beginnen mit einer Wir beginnen mit der Frage, kann man geometrische und arithmetische Vektoren einander zuordnen? Wir beginnen mal mit einem ersten Beispiel. Unten aufgeschrieben habe ich einen arithmetischen Vektor in der Ebene UA, die Komponenten 3 und minus 1. Wie würde dazu der passende geometrische Vektor aussehen? Na, wir können diese beiden Komponenten von UA ja interpretieren als eine Verschiebung in x-Richtung für die erste Komponente und eine Verschiebung in y-Richtung für die zweite Komponente, ne, hier x und y-Richtung in dem Koordinatensystem. Das heißt, unser Vektor ginge 3 nach rechts und 1 nach unten. Das heißt, der zugehörige geometrische Vektor würde so aussehen. UG. Ja, das ist einmal das Ganze in geometrisch und da unten in arithmetisch. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge, aber wir können die auf eindeutige Art zuordnen. Also wenn ich einen geometrischen Vektor habe, kann ich mir dazu einen arithmetischen Vektor aufschreiben und umgekehrt. Ne? Uns ist natürlich dabei völlig klar, es spielt keine Rolle, wo jetzt dieser geometrische Vektor sitzt. Ne? Das geht immer 3 nach rechts und 1 nach unten, ob der jetzt hier sitzt oder da oder da. Ne? Ich habe ihn jetzt mal hier an die Kreuzungspunkte von der Unterteilung gezeichnet. Dann ist es klar, 3 rüber, 1 runter. Dann zweites Beispiel. Können wir uns gleich mal überlegen, wie sowas funktioniert. Der Vektor VG, der den Punkt P auf den Punkt Q verschiebt. P und Q jeweils mit den Komponenten P1, P2, Q1, Q2. Na, wie weit geht das jetzt hier nach rechts? Also die Frage, wie lang ist dieses Stück? Wie lang ist dieses Stück? Und da ist es, denke ich, auch ziemlich einleuchtend, dass wir da jeweils die Differenz bilden müssen. Na, und zwar die Differenz von dem Punkt, wo es hingeht, minus dem Punkt, wo wir loslaufen. Na, also Q1 minus P1 in horizontaler Richtung und Q2 minus P2 in vertikaler Richtung. Damit können wir eindeutig bestimmen, das arithmetische Gegenstück dazu, VA, der Vektor mit den Komponenten Q1 minus P1 und Q2 minus P2. Auch hier ist die Zuordnung in beide Richtungen wieder eindeutig. Also, das haben wir geklärt. Weiter geht's mit Rechenoperationen. Hier nochmal ein Koordinatensystem. Ich zeichne hier jetzt mal zwei geometrische Vektoren ein. Diesen hier, UG. Diesen hier, VG. Wir möchten jetzt berechnen einen neuen Vektor W als U plus 2 mal V. Ich lasse jetzt hier mal weg, ob es sich um geometrische oder arithmetische Vektoren handelt bei dieser Rechenoperation, weil wir gleich sehen werden, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Wie können wir das jetzt ausrechnen? Wir können zunächst das Ganze geometrisch bewerkstelligen.
zack, hier das Koordinatensystem. Wir nehmen also unseren Vektor UG und hängen zweimal den Vektor VG dran. Das hier ist der Vektor zweimal VG. Dann erhalten wir hier unseren Vektor W geometrisch, U geometrisch plus zweimal V geometrisch. Wir können jetzt aber auch hergehen und sagen, wir suchen uns zu diesen beiden Vektoren UG, VG, den geometrischen, die zugehörigen arithmetischen Vektoren. U arithmetisch ist dann der Vektor mit den Komponenten 1, 2. Wir sehen, das geht 1 rüber, 2 hoch. Und der zugehörige Vektor V ist dann der Vektor mit den Komponenten 1 und minus 1. Das geht natürlich prinzipiell auch in beide Richtungen. Deswegen auch der Pfeil wieder in beide Richtungen. So, jetzt können wir hier ablesen aus diesem Bild, dass der Vektor W die arithmetische Entsprechung, ich lasse mal ein bisschen Platz, die Komponenten 3, 0 besitzt. Können wir aus der Geometrie ablesen. Wir können aber auch diese beiden arithmetischen Vektoren, so wie wir das gerade eben besprochen haben, addieren. Dann steht da UA 1, 2 plus 2 mal VA, also plus 2 minus 2. Und wir sehen, da kommt exakt dasselbe Ergebnis raus wie das, das wir abgelesen haben bei der geometrischen Addition. Also, wir können entweder die geometrischen Vektoren addieren und das Ergebnis in die Arithmetik zurückübertragen, oder wir können die arithmetischen Vektoren addieren und dann das Ergebnis in die Geometrie übertragen. Also, das passt wunderbar zusammen. Man sagt, dass arithmetische Vektoren und geometrische Vektoren miteinander verträglich sind. Das haben wir jetzt hier gesehen.